Kennt ihr die eine merkwürdige Episode aus SpongeBob Schwammkopf, wo ihr einfach in der Thaddäusstadt seid? Dazu gibt es nämlich ein eigenes Spiel, Leute, und zwar ein kleines Horrorspiel. Und dieses heißt Nightmare in Squidwell, und zwar Albtraum in Thaddäusstadt. Und ich muss sagen, wenn ich diese Stadt so bei Nacht sehe, sieht das Ganze deutlich gruseliger aus als in der Folge. Aber ja, wir werden heute dieses Spiel auf jeden Fall spielen und Thaddäus wird uns dort irgendwie entführen oder so. Auf jeden Fall, Leute, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal... Oh, Watch Preload. Wir können uns erstmal das Pre-Intro anschauen. Und zwar ist es diese Folge, wo Thaddäus so genervt ist von deren Nachbarn, also SpongeBob und Patrick, dass er in eine eigene Stadt ziehen will. Dort gibt es Läden, Brot in der Dose, was ich sehr, sehr mag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber irgendwann geht es Thaddäus ziemlich schlecht, weil er sehr gelangweilt ist. Und deswegen würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem Spiel. Hey SpongeBob. Oh. Wake up. We must find Thaddäus. Squidward. It's already dark. Wir müssen Thaddäus finden. Es ist ziemlich dunkel. Oh, SpongeBob ist wohl eingeschlafen. Okay, klopfen wir eben Leute an ein paar Türen. Yo, ey, Patrick, ist da was in deinem Kopf drinne? Wohl eher nicht. Okay, also SpongeBob ist hier auf der Parkbank auf der Suche nach Thaddäus eingeschlafen. Und wir müssen erst einmal ihn suchen, Leute. Also das ist hier eine alternative Story, weil wir haben Thaddäus noch nicht gefunden. Ist da hinten Rauch irgendwie? Wir klopfen Leute einfach mal an Türen. So, mal gucken, was haben wir hier, Tür? Hallo? Thaddäus! Wie schnell kann ich denn klopfen? Ah, so schnell geht es nicht. Okay, Patrick, folg du mir einfach mal. Wir klopfen einfach an den Türen, soweit wir finden können. Hallo? Hier ist niemand. Einfach mal an jeder Tür klopfen. Hallo? Ist hier irgendwo Thaddäus? Ja, wo sind sie alle? Niemand ist hier. Oh, da ist ein Feuer, Leute. Seht ihr das? Ich glaube, Leute, wir laufen mal zu dem Feuer. Vielleicht finden wir dort irgendwie Thaddäus. Hallo? Thaddäus? Wir wollen dich nach Hause holen. Ah, wir müssen den befreien. Hallo? Ich höre ihn immer noch nicht. Patrick, weißt du vielleicht... Warte mal, ist das hier ein Felsen? Oh, das ist ein Stein. Das ist aber nicht so perfekt, ne? Die ganze Stadt so perfekt. Hier kleiner Stein, der da liegt. Nee, das geht gar nicht, Alter. Gibt erstmal 2 Sterne Abzug. Warte, bei dem Feuer, Leute. Da müsste doch was sein. Ist das Thaddäus Haus? Oh mein Gott. Es brennt einfach. Was geht denn hier ab, Bro? 229. Hallo? Welches der Häuser ist von Thaddäus nochmal? 222. Patrick? Patrick! Wo ist Patrick auf einmal? Leute, könnt ihr ein Like da lassen, damit wir Patrick wiederfinden? Patrick? Ist Mayonnaise auch ein... Ich kann das leider nicht um diese Uhrzeit. Ah, der Typ mit dem Laubbläsegerät ist gecrashed. Das muss wohl Thaddäus gewesen sein. Der hatte nämlich auch in dieser Folge kurz diesen Ausfall gehabt. Ist er vielleicht hier? Nein. Niemand macht die Tür auf. Thaddäus... Thaddäus, Thaddäus, Thaddäus. Wo ist Patrick auf einmal? Patrick, mein Freund. Habt ihr das gesehen? Leute, habt ihr das da gerade gesehen? War das da ein Tintenfisch? Thaddäus? Ich gehe da nicht hin, Leute, ohne Patrick. Geht auf keinen Fall hin, oder Patrick? Patrick? Patricken? Wo ist er denn? Patrick! Leute, ich habe übelst Angst. Wo ist Patrick verschwunden? Wow, der Himmel sieht so schön aus bei Nacht. Ohne Witz. Ich würde das richtig genießen, hier an diesem Ort zu leben. Also nicht in der Stadt, aber in Bikini Bottom. Oh, warte. Ist das da hinten ein Thaddäus-Zombie? Wo ist Patrick hin? Patrick? Hast du das? Oh mein Gott, ist das gerade gruselig. Wo ist denn Patrick auf einmal verschwunden? Ich gehe mal zum letzten bekannten Aufenthaltsort, wo wir uns getroffen haben. Das ist meine Mission. Ich glaube, ich muss einfach an Türen. Da ist schon wieder einer. Patrick! Hey! Sie, da wissen Sie vielleicht, wo mein bester Freund ist. Er hat roten, er hat einen großen roten Spitzkopf und er ist halt ziemlich dumm. Wissen Sie, wo mein bester Freund ist? Patrick? Wo ist Patrick auf einmal hin? Hallo? Hallo? Wo ist Patrick? Leute, ich bin hier gerade verwirrt. Was muss ich gerade tun? Ich klopfe einfach an den Türen. Ich weiß nicht, wen ich fragen soll. Ich laufe hier einfach durch die gesamte Stadt, aber keine Spur von Patrick. Muss ich da lang laufen? Ich weiß nicht, ob das der Ort... Okay, der kam aber wirklich einfach aus dem Nichts. Hat er mich nicht gesehen? Okay, vielleicht ist er im Park, Leute. Wir alle kennen doch den Laubbläsegerätpark. Der Gerätpark. Patrick... Bitte, du musst hier irgendwo sein. Oh, seht ihr diese Qualle dort hinten? Die hat irgendwie so die Form eines Tintenfisches. Komisch. Oh, das ist sogar der Ort, wo die diese Klarinette geprüft haben. Ey, was ist das hier für ein Ort? Ist das irgendwie... Ja, okay, ich würde gerne Patrick brauchen. Okay, ich hab's verstanden. Ich muss Patrick suchen, alles klar.
Was ist das? Warte. Vielleicht kann ich den Herrn fragen. Hey, Sie, Mister. Wissen Sie vielleicht, wo Patrick ist? Hallo. Is this Squidward over there? Thaddeus? Bist du das? Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, das ist nicht Thaddeus. Leute, das ist nicht Thaddeus. Soll ich mich von dem... Ist das ein Geisterfahrrad? Was ist hier los, Leute? Diese Stadt ist so merkwürdig. Oh, Patrick! Da bist du ja! Alter! Was machst du da? Oh. Ich weiß, was er kaufen wollte. Wahrscheinlich das leckere Brot aus der Dose. Aber nein, er war hier beim Candy Store, Leute. Ah, hallo. Candy Store. Patrick, du hast jetzt aber nicht irgendwie was Süßes gekauft, oder? Okay, lass uns mal weiterschauen. Wir gucken uns mal weiter um. Gott, das ist so merkwürdig. Diese ganzen Kreaturen, die einfach in Häuser reingehen. Yo, da ist ein Bootmobil. Kann ich das auch fahren? Patrick, wir können das Teil fahren. Wow. Und da war einfach so ein Geisterfahrrad. Ich verstehe nicht, was das Geisterfahrrad macht, aber ey, es ist eine coole Sache. Wir können einfach Bootmobil fahren. Ich meine, ich habe zwar keinen Führerschein, also SpongeBob hat keinen Führerschein, aber wir können hier ganz entspannt damit rumfahren, weil niemand ist ja hier. So, wir gehen mal, Leute, glaube ich, zu dieser Brandstelle. Oder warte mal, ich habe doch gerade dieses eine Tor gesehen. Hier war irgendwo ein Tor. Wir müssen zu dem Tor fahren. Es war, glaube ich, irgendwo hier im Kreis herum. Und Patrick? Ansonsten, einen freshen Tag hier heute gehabt. Oh, Vorsicht, die Baustellen. Tokyo Drift. Alter, wir werden ja immer schneller. Wo führt uns das hin? Oh Gott. Hilfe! Rechtskurve! Ich glaube, ich war im Kreis. Okay, hier war der Park. Ich glaube, dann war hier das Tor, oder? Ja, oh, wir haben es gefunden, Leute. Wir haben es gefunden. Das Tor ist hier. Okay, Patrick, lassen wir das Bootmobil mal hier für den Fall, dass wir es brauchen sollten. Okay, Patrick. So, du musst den Knopf drücken. Alles klar? Okay, wann drückst du den Knopf? So. Ah. Oh ja, okay, das macht Sinn. Okay, sag mir, wann ich es drücken soll. 4, 7, 12? Patrick, kannst du nicht zählen? Okay. Alles klar, ich hab das Tor geöffnet, Leute. Oh, wer ist da drinnen, Leute? Ist das der echte Thaddeus? Patrick, ist das der echte Thaddeus? Ich guck mal nach. Nicht, dass wir hier verfolgt werden oder so. Thaddeus? Bist du es? Yo, es ist Thaddeus! Hey, was geht ab? Warum bist du in einem Cage gefangen? Er ist glücklich, uns zu sehen. Und klar helfen wir dir. Es ist eine Falle. Sie sind Kannibalen. Sie haben sich gegenseitig aufgegessen und ich bin der Nächste. Oh. Okay. Alles klar. Alles klar, Kollege. Alles gut. Wir holen den Schlüssel und wir bringen dich hier raus. Alles klar, wir müssen in den Park, Patrick. Wir müssen den Schlüssel finden und vorsichtig vor diesen ganzen Zombie-Thaddeus sein. Die essen sich nämlich gegenseitig auf und die wollten gerade Thaddeus aufessen. Das ist ein ziemlich interessanter Plot-Twist, weil in der echten Episode ist Thaddeus ja mit diesem Laubbläsegerät wirklich rausgeflogen. Aber in dieser Version hat er es nicht geschafft und die Zombies haben ihn geholt. Wartet mal kurz. Sind die das? Hallo. Hey. Patrick, was ist... Das sieht gar nicht gut aus. Hold Shift to run. Warum soll ich rennen? Jetzt haben die den Schlüssel? Die haben den Schlüssel, Leute. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich den näher kommen soll. Oh! Warte, da ist der Schlüssel. Patrick, du musst... Vorsicht, Patrick! Lass dich nicht von Thaddeus erwischen. Lass dich von Zombie-Thaddeus erwischen. Oh mein Gott. Oh, Leute. Ihr werdet verfolgt von Zombie-Thaddeusen. Die einfach aussehen wie Thaddeus. Aber es ist nicht Thaddeus. Es sind einfach nur normale Tintenfische, die einfach wie Thaddeus aussehen und rote Augen haben. Oh mein Gott. Leute, ich brauche den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Na los. Yes. Okay, ich habe den Schlüssel. Let's go. Let's go. Lauf, SpongeBob. Lauf, SpongeBob. Lauf. Okay, wir befreien jetzt Thaddeus. Das machen wir. Wir befreien jetzt Thaddeus. So ist es, Leute. So ist es. Oh. Yo. Thaddeus! Hey, ich hab das Schloss nicht mehr berührt. Okay. Alles klar, dann müssen wir jetzt einfach nur noch hier raus. Okay, Thaddeus, ich habe immer ein Auto. Wir können uns so befreien. So können wir hier raus. Alter, hier ist einfach Apokalypsen-Sound gerade. What's going on? Moment, war hier rechts nicht der Park? Warum ist da eine Riesenwand auf einmal? Okay, Patrick? Warte mal. Patrick sitzt einfach rechts von Thaddeus und Thaddeus sitzt einfach zwischen mir und der Mitte. Oh! Die Häuser bewegen sich! Die Häuser haben ein eigenes Leben! Okay, Oh!
Oh mein Gott. Okay, wir müssen einfach über die drüber fahren, oder? Let's go, Leute. Tut mir leid. Tut mir leid, Thaddäus. Warte mal kurz. Ihr seid ja gar nicht Thaddäus. Oh, wo fahren wir hin? Fahren wir überhaupt in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Wir fahren jetzt einfach mal im Kreis. Alter, ist das gruselig. Die Häuser von Thaddäus verwandeln sich auch in Zombies. Die beobachten mich. Oh. Ja, wir müssen da durchcrashen. Oh mein Gott. Was ist das für ein Ort? Wo sind wir gerade? Es ist die Hölle. Oh mein Gott, ist das ein riesen Thaddäus-Zombie-Kopf? Okay, ich habe nichts gesagt, Leute. Alles klar. Oha. Alter, der Beat ist sick. Alter. Let's go. Oh boy. Alter, ich fühle den Beat. Ja, Mann. Let's go. Yeah. Okay, ich bin hier in Thaddäus Tentakels Holle und deswegen müssen wir jetzt entkommen. Ich habe keine Ahnung, ich bin voll offbeat. Ist mir egal, aber dieser Beat ist sick. Oh man, jetzt ist da ein Feuerauge. Da dürfen wir bloß nicht reinfliegen, denn wir müssen Thaddäus besiegen. Okay, das war der schlechteste Freestyle. Oh mein Gott, ist das schwer. Nicht erwischen lassen. Oh, nein, nein, nein. Ich bin einmal drauf gekommen. Ich bin einmal drauf gekommen. Oh. Aber ey, der Beat ist echt nice. Let's go. Alter, erinnert mich ein bisschen an diese Powerpuff Girls. Kennt ihr noch diesen Powerpuff Girls Song? Oh, wir haben ihn fast erwischt. Und jetzt boosten wir. Boost! Haben wir es geschafft? Sind wir entkommen? Wir sind gefangen in einem Traum. Okay. Wir müssen... Was? Ich habe einfach ein Feuer... Ich habe einfach einen flammenden... Wie nennt man das? Ein flammendes Laubgebläse? Sind die da alle auf dem Weg zu mir? Kommen die mir näher oder sieht das nur so aus? Oh mein Gott. Die kommen mir wirklich näher. Oh Gott. Wow, ich kann die alle... Ich kann die alle abfackeln, Leute. Aber nein, mein Benzin läuft aus. Mein Benzin läuft aus. Oh. Ich brauche Benzin. Ich brauche Benzin. Ey, aber der Song ist nice. Oh, man. Der Song ist sick. Das ist richtige Endboss-Musik. Oh, Hilfe, Leute. Hilfe, ich brauche neue Benzin. Oh, mein Gott. Nicht gut. Da hinten war was. Ich habe dort... Oh, da sind noch mehr Kanister. Okay, Leute, wir müssen die auf jeden Fall verbrauchen. Wie viele von denen sind bereits auf dem Weg zu mir? Oh, da ist eine Riesenarmee von denen. Meint ihr, wir schaffen es, die irgendwie auf einmal zu erwischen? Oh! Let's go! Nimm das, Alter! Oh! Yo! Yo! Okay! Yo, der Song ist übelst krass! Können wir den mal aufdrehen? Ja, Mann! Das geht ab! Das geht richtig ab, Alter! Oh mein Gott! Jetzt kommen noch Zombie-Thaddäus aus dem Boden raus! Wie viele von denen muss ich denn erledigen? Okay, alles klar. Ihr müsst es jetzt dran glauben. Ihr müsst jetzt dran glauben. Es tut mir leid, Quallen-Thaddäus. Oh nein, ich habe kein Benzin mehr, Leute. Ich brauche wieder einen neuen Tank. Wir müssen alle besiegen. Das sind ja immer mehr. Es werden immer mehr von denen. Wie viele kommen denn da noch? Hilfe. Leute, es ist einfach too much. Ich darf ihn nicht erwischen lassen. Oh, no. Nein, 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 ich krieg sie. Oh, nein, 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 die ganze Stadt jagt mich. Die ganze Squidwill, jeder einzelne Thaddäus aus den gesamten Gebäuden jagt mich momentan. Überall, von nah und fern. Also am besten aus jeder Hausnummer. Okay, zack, nehmt das. Nehmt das, Leute. Nehmt das. Ich mach euch fertig. Yeah, hier und ihr auch, Mr. Thaddäus. Oh, jetzt muss ich laufen. Oh, Hilfe. Oh nein, ich wurde getroffen. Hilfe. Oh mein Gott. Ich glaube, ich laufe lieber in den Park. Da habe ich wahrscheinlich einen besseren Überblick. Aber jetzt habe ich immerhin etwas, um mich zu verteidigen. Immerhin. Oh, yeah. Es werden immer mehr, oder? Kommt mir das nur so vor. Help me. Oh mein Gott. Ich brauche wieder Benzin, aber ey, hier gibt es genug. Oh mein Gott. Okay. Nimm das. Yeah! Yes! Oh Gott! Ja! Hab ich's geschafft? Ich hab's, glaube ich, geschafft. Ich glaube, ich hab's geschafft. Yes! Thank you, SpongeBob.
You saved us. Ja, ich habe euch gerettet. Oh mein Gott. Ey, Leute, das war nice. In memory of Steven Hillenburg, der Creator von SpongeBob, Leute. Er hat das alles erfunden. Nur dank ihm haben wir so eine schöne Kindheit von SpongeBob gehabt. Wirklich ein nices Spiel, Leute. Wirklich nice. Zum Glück hatte ich nicht so wirklich einen Jumpscare, bis auf den einen Moment, aber war sehr, sehr nice gemacht. Also, dicke Props an ihn auf jeden Fall. Und Leute, wenn ihr auf jeden Fall noch ein weiteres solcher Spiele haben wollt, es gibt nämlich noch ein Spiel zu Patrick, wo er uns entführt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann zerstört doch gerne den Like-Button und schaut nächste Woche mal gerne vorbei. Vielleicht lade ich es dann hoch. Also, schreibt Patrick in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder.